Im sagenhaften Sauerland wohnt der fröhliche Fleischer Sascha, 35, der schon seit 10 Jahren Single ist. Ich hatte bis jetzt nur falsche Beziehungen, die nicht von Zeit waren und auch nicht richtig liefen. Jetzt ist es Zeit, nach oben zu gucken. Mit Unterstützung seiner mondänen Mutter Regina, 58, soll es endlich klappen, unter die Haube zu kommen. Und der sensible Schlagerfan denkt, dass er gut ankommt, ich schätze mal, 2, 3 Frauen kommen bestimmt. Angst, dass gar keine kommt, hab ich nicht. Von seinem appetitlichen Arbeitsplatz bringt der sympathische Sauerländer wohlschmeckende Wurstwaren und Angela Fingererben mit nach Hause. Und präsentiert der Moderatorin direkt den besonderen Begrüßungsbrauch mit seiner Mama. Der mutige Metzger und die herzliche Hausfrau gackern sich wie Hühner an. Auch die 44-Jährige gackert kurz mit. Und wir merken, die alten Schwiegertochter-Gesuchtzeiten sind zumindest teilweise zurück. Mit ihrem rollenden Reisegepäck kommt die junge Jana, 27, aus dem reizvollen Ruhrgebiet als erste an. Die bewundernswerte Bäckereiverkäuferin haut Sascha direkt vom Hocker, wow, die ist aber hübsch. Es war direkt ein wärmendes Gefühl. Aber auch die selbstbewusste Sarah, 39, hat sich auf den munteren Mitreisiger beworben, hat direkt mal namhaften Nudelsalat aus dem seriösen Sauerland angeschleppt. Regina freut sich über das Mitbringsel, super schönes Zeichen von ihr, macht auch nicht jeder. Jana sieht in der angekommenen alten Pflegerin eine Konkurrenz. Zu Recht. Denn Sarah will es, pack es und ich kämpfe. Die 39-Jährige begeht aber einen fulminanten Fehler, gibt Regina für ihren ebenfalls hergestellten Nudelsalat einen Kuss auf die Wange. Die will sich einschleimen, hat die 58-Jährige die bombastische Bewerberin durchschaut.